Hallo, heute geht es weiter mit meinen Videos über unseren Trip nach Laos. Ich nehme euch mit zu den Tatsi Waterfalls. Ich blende es euch auf jeden Fall unten ein. Und dann zeige ich euch noch Bilder aus Wang Vieng, wo man ganz toll diese Blue Lagoons besichtigen kann und auch ein paar Höhlen und so. Ich blende euch die Informationen dazu unten ein. Und viel Spaß! Wenn ihr wie wir die Tatsi-Wasserfälle besuchen wollt, achtet vielleicht darauf, dass es nicht unbedingt am Ende der Trockenperiode stattfindet. Leider waren wir kurz vor der Regenzeit dort und dementsprechend leer waren die Flussläufe. Das Positive daran war aber, dass wir die wassergefüllten Becken dann doch ganz für uns hatten, außer einem Elefant und zwei anderen Touristen. In Luang Prabang erhebt sich der Mount Pusi. Man kann am besten nicht wie wir in der Mittagshitze, sondern vielleicht zum Abend kurz vor dem Sonnenuntergang den Berg besteigen und oben die wunderschöne Aussicht um Luang Prabang genießen. Für alle alleinreisenden Backpacker ist es wichtig, andere Leute kennenzulernen und das kann man in der Bar Utopia. Die Umgebung von Wang Vieng ist wunderschön. Wir haben uns Scooter gemietet und sind dann einfach drauf losgefahren zu den Blue Lagoons. Es gibt insgesamt 5 Stück. Die ersten 3 sind noch ziemlich rege besucht, aber die 5. zum Beispiel ist so gut wie leer. Die Wege dorthin sind sehr sandig, steinig und mit vielen Kühen gepflastert. Also da muss man ein bisschen aufpassen, denn da springt einem gerne mal eine Kuh vor den Scooter. Ansonsten nehmt eure Badesachen mit, in den Lagunen kann man wunderbar schwimmen. Und als nächstes geht es für uns nach Vientiane. Vientiane, Vientiane.
ich sag Vientiane. Das ist die Hauptstadt von Laos. Und ja, das seht ihr allerdings im nächsten Video. Also schaltet wieder ein. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Schaut auch die vorherigen Videos an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Die verlinke ich natürlich auch unten in der Infobox. Also bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao!